Aktuelles Wohlbefinden in Thailand. Hallo Leute, da ist wieder Mario aus dem wunderschönen Thailand. In diesem Video mal wieder ein Update über unser aktuelles Wohlbefinden in Thailand. Ja, ich bin jetzt ein bisschen mehr als 10 Jahre in Thailand und 3 Jahre bin ich jetzt hier, plus minus. Also, ne, stimmt nicht ganz. Vor 3 Jahren haben wir das Land hier gekauft und geplant, ein Haus zu bauen und etwa 2 Jahre sind wir jetzt hier. Seit circa 2 Jahren ist das Haus fertig. Und im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden mit allem, was wir hier haben. Das sollte auch nicht im Vordergrund dieses Videos stehen. Ich kann jetzt schon mal vorne wegnehmen, also das Video wird sehr, sehr positiv sein im Zusammenhang mit bereuen wir irgendwas, das wir hier in Thailand gemacht haben, also vor allem jetzt in den letzten 3 Jahren mit Landerwerb und Hausbau. Nein, bereuen wir überhaupt nicht. Ihr könnt es ja auch sehen, ich berichte ja auch regelmäßig darüber, dass wir uns hier ein kleines Paradies schaffen. Ich habe zu Beginn auch oftmals das Wort Selbstversorger verwendet. Es wird auf das hinauslaufen, obwohl es nicht geplant ist, uns nur noch vom Land hier selber zu versorgen. Aber es ist schon so, dass wir wahrscheinlich in Zukunft hier so viel Obst, Gemüse, Fleisch und vor allem auch Fisch, Eier etc. haben werden, dass wir uns bis zu einem gewissen Punkt selber versorgen können. Ja, und was ich natürlich auch schätze in diesem Zusammenhang ist es, dass ich hier draußen was gemacht habe. Ich sehe es jetzt auch so in der Umgebung, dass immer mehr Ausländer auch so an die Stadtgrenze oder eher weiter aufs Land rausgehen und dort Land erwerben. Weil ich glaube, viele, die wollen einfach nicht mehr in einer Stadt leben und so, jetzt nicht der Selbstversorger-Gedanke, aber ich glaube, ein Großteil der Ausländer, die mögen es halt, vor allem wenn sie verheiratet sind, ein bisschen aufs Land rauszugehen oder mit dem Partner oder Partnerin oder mit der Familie und dort ein Stück Land zu pachten, erwerben, wie auch immer, und dann dort was aufzubauen. Und was bedrückt mich zurzeit? Eigentlich nicht viel. Klar, jetzt so das Einzige, was man sagen kann, ist natürlich die Aufenthaltsgenehmigung. Die ist immer so ein Ding jedes Jahr. Und das sieht man auch bei den Personen, die oftmals abbrechen. Und da gibt es ja auch leider, vor allem jetzt während Covid, immer mehr Leute, die abgebrochen haben. Also die zwar mal nach Thailand ausgewandert sind, aber dann irgendwann halt gesagt haben, nein, ich komme nicht mehr klar mit den Regeln hier im Land und dann halt die Koffer gepackt haben und ihr Glück an einem anderen Ort suchen. Die Punkte, die hier oft erwähnt werden, also jetzt von denen, die ich getroffen habe oder mit denen ich Kontakt habe, sind einerseits die Anforderungen im Zusammenhang mit der Aufenthaltsgenehmigung. Das ist sicher ein großer Teil, das ist auch meine größte Sorge, was, wenn mal die Aufenthaltsgenehmigung nicht verlängert wird, aber sollte eigentlich immer verlängert werden, wenn man verheiratet ist, aber man kann sie auch nicht zu 100% wissen. Und die zweite Sache, die ich sehr oft gehört habe, sind natürlich vor allem Personen, die jetzt im Zusammenhang mit Covid Impfgegner sind, also die halt einfach sagen, ich will mich nicht impfen lassen, auf Teufel komm raus. Und als Konsequenz halt einfach sagen, so, Thailand hat für mich schon zu viele Regeln im Zusammenhang mit Impfen, vor allem auch mit Ein- und Ausreise, dass man halt als Geimpfter Vorteile hat gegenüber einem Nicht-Geimpften, auch ein Nicht-Geimpfter kann einreisen, aber als Geimpfter geht das natürlich viel, viel einfacher und schneller und auch das Reisen im Lande. Und auch das hat dazu geführt, dass einige gesagt haben, nein, Thailand ist nicht mehr erste Wahl für mich, ich gehe jetzt an einen anderen Ort und bevorzugt wird da, so wie ich gehört habe, dann eher Europa oder der Süden Europas. Dann, wie sind die Aussichten und mit was rechne ich in Zukunft noch? Also ich rechne nicht damit, dass ich Probleme bekommen werde, im Zusammenhang mit dem Aufenthaltstitel, obwohl das ja eigentlich meine größte Sorge ist, dass da mal irgendwas schief gehen könnte. Und ich glaube, das sehen sehr viele Ausländer, die in Thailand leben, auch so, weil man ja nie genau weiß, ob es da irgendwelche Änderungen gibt. Aber trotzdem ist das jetzt nicht ein Punkt, der mir schlaflose Nächte bereitet. Dann ein weiterer Punkt. Aktuell haben wir auch in Europa eine, ja, kann man es überhaupt noch Krise nennen, ein Krieg, also Russland-Ukraine, und ich schätze mal, das Ganze wird auch weltweit Auswirkungen haben.
Ich schätze auch, dass Thailand davon betroffen sein wird ein bisschen, was die Kosten angeht. Wir haben jetzt schon hohe Treibstoffpreise und die Treibstoffpreise werden wahrscheinlich da auch noch kurzfristig in die Höhe schnellen. Und mal schauen, was weitere Auswirkungen sein werden. Das ist im Moment noch schwierig abzuschätzen. In Europa, glaube ich, eher etwas einfacher abzuschätzen. Da gibt es auch diverse Einschätzungen und Berichte dazu. Aber die thailändische Regierung hat sich da noch nicht wirklich groß dazu geäußert. Würde mich auch mal interessieren, wie oder welche Stellung die thailändische Regierung bezieht im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt, um auch hier ein bisschen abzuschätzen, ja, wie man so denkt über Demokratie und was da genau aktuell gerade in der Welt abgeht. Dann in diesem Zusammenhang gibt es in Thailand ja auch Wahlen. Im glaube ich, Juni oder Juli stehen die nächsten Wahlen an. Da gibt es einige Leute, die befürchten, dass es dort auch wieder zu Ausschreitungen kommen könnte. Und es ist im Moment auch nicht ganz klar, in welche Richtungen das es geht bei dieser Wahl, ob die Regierung, die wir jetzt haben, bestehen bleiben wird oder ob, und die Opposition, die sagt ja ganz klar, dass die jetzige Regierung abgewählt wird. Und ja, da bin ich dann auch gespannt, ob das Ganze friedlich über die Bühne geht und ob es dann Regierungswechsel gibt oder ob es, wie halt auch schon in der Vergangenheit, da zu Ausschreitungen kommt in Bangkok. Wobei, bis dato war man ja als Expat davon eigentlich nicht groß betroffen. Also klar, es gibt Ausschreitungen oder Demonstrationen, auch der Militärputsch etc. in der Vergangenheit hat ja stattgefunden, aber jetzt... Ich war ja zu diesem Zeitpunkt immer in Thailand und ich habe da nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich in meiner Sicherheit gefährdet bin oder auch mit dem, was wir hier haben. Dann Preise. Ja, die Preise, die steigen schon seit einigen Wochen in Thailand, was sicherlich für die thailändische Bevölkerung ein Riesenproblem ist. Wir hatten ja zuerst einen Anstieg von Fleisch, also Schweinefleisch und Hähnchen. Dort sind die Preise massiv angestiegen, das hat sich jetzt langsam wieder etwas erholt. Dann habe ich, also gibt es natürlich Leute, die sind anderer Meinung, aber Landpreise steigen schon seit längerem auch kontinuierlich an, was jetzt zwar auch was nicht schlecht ist, das ist ja eigentlich normal. Immobilienpreise im Allgemeinen, also Häuser und Wohnungen fallen eher, oder die fallen teilweise sogar massiv. Und Treibstoff ist auch sehr, sehr teuer geworden. Und ich schätze mal, das ist auch noch im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt, dass das noch eine Zeit lang so bleiben wird. Nichtsdestotrotz werden die Preiserhöhungen, wobei in den letzten Jahren, muss man schon sagen, steigen die Preise in Thailand massivst. Also es ist jetzt nicht so, dass sie einmal steigen, dann hast du irgendwie 2-3 Jahre wieder Ruhe und dann steigen sie wieder, sondern jetzt kann ich glaube sagen, die letzten 4-5 Jahre hat jedes Jahr eine Preissteigerung in verschiedensten Bereichen stattgefunden. Und ja, für mich als Ausländer in Thailand noch kein Problem, man kann das noch stemmen, aber als Thailänder, der hier lebt, wenn man dann auch sieht, dass zwar das Mindestgehalt für Thailänder bei 482 Baht pro Tag jetzt neu liegt, das wurde auch angehoben, aber ist natürlich immer noch extrem wenig, wenn man, und die meisten bekommen das nicht mal. Das ist zwar das offizielle Mindestgehalt, das man bekommen soll, aber in Wirklichkeit, vor allem auch jetzt während Covid, kriegen die Leute viel, viel weniger als das. Und sehr, sehr viele sind ja auch Gastarbeiter aus Myanmar und die bekommen in der Regel noch weniger. Ja, aber wie gesagt, für mich als Ausländer sind die Preise noch zu stemmen, auch wenn die jetzt sich noch verdoppeln oder verdreifachen. Gut, beim Verdreifachen der Preise wird es dann schon langsam knapp. Da muss man sich dann auch, oder müsste ich mich dann auch mal ein bisschen umschauen, ob es noch bessere Alternativen gibt. Aber ich denke jetzt auch nicht, dass die Preise in allen Belangen, vor allem
Lebensmittel und Wohnen noch so massiv ansteigen werden, dass es zu einer Verdoppelung kommt in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Weil ich glaube, das würde das Volk hier auch gar nicht aushalten. Ja, und es gibt noch eine Sache, die habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Und da habe ich auch ein kleines Auge drauf, oder eher ein großes. Und zwar auch im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt schauen jetzt hier auch sehr, sehr viele Richtung China. Weil ihr wisst ja, China, Taiwan, China möchte ja eigentlich auch, dass Taiwan wieder zu China gehört. Und es gibt da ja schon einige Medienberichte, wobei da ist das auch sehr mit Vorsicht zu genießen, ob das stimmt oder nicht, oder ob das eher ein bisschen Propaganda ist, was auch immer. Aber es könnte sein, dass eben China auch ein Auge jetzt wirft auf den Russland-Konflikt, und also Russland-Ukraine-Konflikt, und dann eben vielleicht sogar jetzt noch versuchen wird, Taiwan anzugreifen oder halt dort einzumarschieren. Das hört man so ein bisschen noch hier in Thailand, dass man das mal im Auge behalten soll. Und das ist auch so eine Sorge, wenn das wirklich kommen sollte, was ich nicht hoffe und auch wirklich hoffe, dass es ein Gerücht ist, dann ist dann halt die Frage, was hier in Südostasien geschehen wird. Und hoffen wir eben, wie gesagt, mal nicht, dass es so weit kommt. Ja, das war's von heute. Eure Meinungen oder Ergänzungen unten in die Kommentare. Bleibt gesund. Grüße aus dem wunderschönen Thailand.